Was geht YouTube? Willkommen zurück hier bei Lords Mobile und auf dem Kanal App Gaming und willkommen hier zum zweiten Teil meines Abonnenten-Specials und zum nächsten Zusammenschnitt des KVKs am Samstag. Wie ich schon im ersten Video angekündigt habe, werde ich heute etwas das Video beschleunigen, damit es ein bisschen schneller hier vorangeht und die ganzen Spionagesachen nicht so nerven. Und dazu habe ich auch noch ein paar Sachen zusammengeschnitten, das heißt, wir werden hier so 3-4 einzelne Szenen sehen, nicht nur ein Video am Stück. Aber bevor ich näher aufs Video eingehe, was ihr heute sehen werdet, ist so ein paar kleinere Angriffe, heute noch nichts Wildes, wie gesagt, das wirklich Abgefahrene kommt dann erst morgen, wo ich die ganze Zeit angegriffen werde, weil mich in der Gilde total hasst. Aber was ihr noch sehen werdet, ist, dass ich, weil ich ein Wunder spioniert habe, angegriffen werde und all meine Truppen zerstört werden, beziehungsweise ins Lazarett wandern, die ich dann erstmal heilen muss von irgend so einem krassen Typen. Aber das seht ihr gleich. Darüber hinaus werde ich noch die Gilde von Bren Chong, ich denke mal viele von euch werden den kennen, treffen an einen anderen Hive zum Ende des Videos. Das habe ich auch nochmal reingeschnitten, wie ich die getroffen habe. Zufällig wirklich, ich habe die nicht gesucht. Der hat ja mittlerweile, ich glaube, 10 Milliarden Macht oder sogar noch mehr. Das ist echt krass. Also ich rede gerade von dem stärksten Spieler in Lords Mobile. Aber zu Anfang, wie gesagt, wieder ein paar Statistiken bzw. ein paar Facts zu meinem Kanal bzw. zu euch. Und zwar habe ich hier wieder 5 Sachen rausarbeitet. Erstens, auf meinem Kanal gibt es mittlerweile 80 Videos über Lords Mobile, nach dem heutigen Tag dann 85. Ihr, also meine Zuschauer, seid zum größten Teil zwischen den Jahren 25 und 34, also ihr seid zum größten Teil älter als ich sogar. Was jetzt nicht abwertend klingen sollte oder so, einfach nur generell finde ich sehr cool, da, keine Ahnung, das zeigt ja, dass meine Videos nicht nur Jüngere ansprechen können und dass Lords Mobile auch ein Spiel für alle ist und nicht nur für Jüngere, wobei das jetzt nicht heißen soll, dass 25- bis 34-Jährige alt sind, ich glaube. Ich rede mich hier um Kopf und Kragen. Also 93% sind männlich und 7% weiblich. 80% meiner Zuschauer kommen aus Deutschland, 7% aus Österreich, 3% aus Schweiz, 1% aus der USA und dann wird es immer kleiner, die lese ich nicht mehr vor. Da ist noch Vietnam dabei, China, all solche Sachen. Ich weiß auch nicht, warum die sich meine Videos angucken. Ich denke mal, die lesen nur Lords Mobile im Titel und klicken einfach auf Anschauen. Und klicken dann nach 20 Sekunden wieder weg oder so. Das zählt YouTube natürlich auch. So, der gute Chris ist jetzt auch schon hier. Ich habe ja gerade ein Lager für den frei gemacht. Gehen wir mal jetzt noch ein bisschen aufs Video ein. Wie ihr schon seht, ist das natürlich beschleunigt. Das habe ich hier angekündigt. Ich glaube, zweifache Geschwindigkeit ungefähr. Müsste das sein. Und bin gerade hier am Suchen, wo ich denn jetzt hier meine letzten Truppen finde, die ich noch platt machen muss, damit ich endlich das Solo-Event schon mal geschafft habe. Aber das eigentliche Ziel für heute ist ja, die 4 Millionen Punkte zu knacken, was ich ja bis jetzt noch nicht geschafft habe. Hier haben wir jetzt schon mal die ersten 23.000 wieder getötet. Wie gesagt, Kleinvieh macht auch Mist am KVK. So, noch 330.000 Punkte brauche ich. Dann habe ich es auch endlich geschafft. So. Wo finden wir denn jetzt hier noch die letzten 330.000 Punkte? Ich will es auch endlich hinter mich haben. Diese 6.000 Kristalle sind echt ganz geil. Und da ist ja auch einiges an Kisten und Beschleunigern bei. Aber ich habe es schon im letzten KVK-Video angeguckt. Also falls ihr neu auf meinem Kanal seid, ich habe schon öfters KVK-Videos gemacht. Ihr könnt euch ja mal die anderen anschauen. Ich habe da so eine Playlist. Und da habe ich auch in einem Video gesagt, dass ich es cool finden würde, wenn es bei dem Solo-Event 5 Stufen gibt und nicht 3. Das heißt, wenn dann noch eine Grenze kommt für 5 Millionen Punkte und eine Grenze für 10 Millionen Punkte. Ich glaube, die für 10 Millionen Punkte würde ich natürlich nicht erreichen. Aber trotzdem ist es irgendwie, ich finde es irgendwie cool, da dann noch so ein Ziel zu haben. Diese 1,8 Millionen Punkte sind schon relativ einfach. Das ist schon, ja, ich will nicht sagen langweilig, aber könnte schon mehr sein, finde ich. Dass man da noch so ein bisschen ein Ziel hat quasi. Sonst ist der KVK für, wir haben ja schon manche gesagt, die haben das in 5 Minuten geschafft und dann machen die eigentlich auch nicht weiter, weil außer man will mit seiner Gilde irgendwie was erreichen,
weil man schrottet ja nicht umsonst seine Truppen. Deswegen würde ich das cool finden, wenn es da noch eine 5 Millionen und 10 Millionen Punkte Grenze gibt. Dann nochmal mit krasseren Belohnungen vielleicht. Das wäre echt geil. Könnt ihr mir ja mal in die Kommentare schreiben, was ihr davon haltet. Ob ihr mit diesem Solo-Event zufrieden seid oder ob euch das auch zu einfach ist. Ich meine, KVK ist ja schon was Besonderes in diesem Spiel. Und ich finde, da sollte man jetzt nicht die höchste Stufe im Solo-Event nach 5 Minuten erreicht haben. Genauso ist das mit dem Gilden-Event. Diese 21 Millionen Punkte, warum hat man das dann? Dann kann man die Belohnungen uns auch einfach direkt geben. So. Das ist ja wirklich keine Schwierigkeit, die zu erreichen. So, der hat auch mir nicht die letzten Punkte hier gebracht. Mann, ey. Aber da ist alles am Brennen, aber nicht von mir, von diesen 150 Millionen Typen, der da einfach blind die Leute immer angreift. Mit seinem T4-Truppen ist ihm das natürlich scheißegal, wen er angreift. Hier, den habe ich extra reingeschnitten, da war ich, wie gesagt, es war morgens, ne? Deswegen, man konnte mich ziemlich leicht verwirren und ich habe den spioniert und ich denke so, hä? 1,7 Millionen Truppen, bis ich dann mal gecheckt habe, dass es ja so ein Item gibt, was die Truppen verzehnfacht und ich mir dann gedacht habe, ah, das hat der benutzt, aber das habe ich locker 40 Sekunden oder eine Minute für gebraucht, bis ich das mal gecheckt habe. Ich habe mir die ganze Zeit gedacht, was ist das denn schon wieder für ein Bug? Aber jetzt kommen wir auch schon zur nächsten Szene und zwar die habe ich reingeschnitten, weil ich jetzt hier zerstört werde. Und der Grund ist lustig, ich habe einfach deren Wunder spioniert und die sind meinen, ja, Spähern oder Spionagereitern gefolgt bis zu mir hin. Der ist dann zu mir geportet und hat mich einfach platt gemacht. Das hat denen einfach nicht gefallen, dass ich deren Wunder spioniert habe. Da sind die einfach zu mir geportet und haben mich platt gemacht. Weil ich suche da so ein bisschen nach Wunder, weil ich mir so gedacht habe, ja, vielleicht ist ja in einem Wunder fast nichts drin und du kannst den da, kannst da mal selber hinrennen und was einnehmen. Und dann wirst du hier einfach platt gemacht. Guckt euch das an. Der hat mich einfach platt gemacht. Ist echt. Nur weil ich das Wunder spioniert habe. Also der war gut drauf. Und vor allen Dingen, ich bin ja zu den Wundern dann auch immer mit meinem Bildschirm, sage ich jetzt mal, hingegangen. Das heißt, ich habe zwar gesehen, dass es rot war, aber ich dachte, das wäre wieder irgendeiner von der Gilde, wo ich da gerade bin. Und die schicken da wieder nur eine Truppe oder so. Pustekuchen, auf einmal war ich platt. Das ist natürlich auch KVK, das wollte ich euch auch nicht enthalten. Denn irgendwie habe ich das immer mindestens einmal im KVK, dass irgendjemand kommt und mir alles zerstört. Aber das habe ich dann jetzt hier geheilt. Bitte jetzt nicht hingucken, das tut weh. Diese ganzen Beschleuniger dafür zu verbrauchen. Das mache ich nur für euch, damit ich euch hier weiter Videos bringen kann. Und das hat sich echt gelohnt, weil das im nächsten Teil von diesem Abonnenten-Special hier heute, von dem 500 Abonnenten-Special, der wird echt lustig. Da werde ich so zerstört, aber auch gleichzeitig zerstöre ich selber auch ein paar Truppen. Und ich bin eigentlich im nächsten Teil, kann ich euch schon mal vorwegnehmen, bin ich eigentlich dauerhaft nur meine Truppen am Heilen. Und ich werde dauerhaft einfach nur spioniert. So, habe ich mir dann hier nochmal den nächsten Hive angeguckt sozusagen. Habe ich jetzt nur noch reingeschnitten, damit ihr seht, wie ich das Solo-Event beende. Ich bin jetzt hier nochmal hingeportet. Und, wie gesagt, weil hier auch die Gilde von dem stärksten Spieler dann hinterher hingekommen ist. Also, deswegen, das wollte ich euch auch noch unbedingt mal zeigen. Die Gilde hat jetzt hier eigentlich genauso viel Macht wie Payday. Also, die Gilde, wo ich Mitglied bin, bisschen weniger. Deswegen habe ich das nochmal gezeigt. Da bin ich dann auch nochmal hingeportet. War jetzt eigentlich Verschwendung, so den Verleger hätte ich jetzt nicht machen müssen, aber ich wollte es euch einfach mal zeigen und hatte einfach Bock drauf. Deswegen bin ich dann dahin geportet. Müssen jetzt hier noch ein bisschen warten. Ihr könnt ja oben sehen, ich habe noch 20 Sekunden Wut. Und wenn man Wut hat, kann man noch nicht in ein anderes Königreich porten während des KVKs. Deswegen musste ich hier noch mal kurz warten. Aber ist ja jetzt schon vorbei. Und dann sehen wir da gleich auch die Gilde von Bren Chong. Und wie ich dann endlich das blöde Solo-Event schaffe. Diesmal habe ich echt lange gebraucht. Tut mir leid dafür, ich hatte ein bisschen Pech, aber dafür, wie gesagt, im nächsten Video rollen die Punkte wieder ohne Ende. Mal ist es so, mal ist es so.
Mal braucht man eine halbe Stunde für 2 Millionen Punkte, mal macht man 2 Millionen Punkte in 10 Minuten. Das ist beim KVK immer so ein bisschen Glückssache. So, was haben die hier so? Der hat ein paar Soldaten, den greifen wir doch mal direkt an. Dann haben wir auch endlich unser Solo-Event hier geschafft. Boah, ich habe schon so Bock, euch den nächsten Teil zu kommentieren. Der ist so lustig. Man kann es hier schon sehen, ich konnte es echt nicht abwarten, dieses Solo-Event endlich abzuschließen. Und die 6000 Kristalle einzustreichen, die kann ich sehr gut gebrauchen. Die gehen alle in meine Kampfhalle rein, damit die endlich mal auf 25 ist und ich auch mal hier Rallies für euch machen kann und nicht nur immer den armen Chris fragen muss, dass er für mich Rallies macht oder ob er Bock hat, mit mir Leute anzugreifen. Das kann ich dann jetzt in Zukunft bald auch selber. Endlich. Bei 3,8 Millionen getöteten Truppen bin ich. Ich glaube, gestartet habe ich bei 3,3. Mal gucken, wo wir am Ende dieses Videos sind. Beziehungsweise am Ende dieser Videoserie. So muss ich das ja heute nennen. So. Ganz schön stark sind die alle. Ist mir dann auch ziemlich schnell klar geworden. Zumindest ist für mich stark. So, da oben seht ihr schon, da sind die Leute von Brenchong, die sind da oben hingeportet. Ich bedanke mich vielmals fürs Zuschauen und wir sehen uns im nächsten Teil. Haut rein!